Geht es auch? Journal blasen. Nee, du kannst einfach drücken. So richtig. Das scheppern lauter wie. Ach so. Das ist doch doof. Auf, los geht's los. Wie lange hat das Zeit? 30 Sekunden. Alter. Hallo, ich bin der Bergi. Verdammt. Weißt du was? Ich mag den Geräusch, wenn du deinen Schnauze hältst. Verdammt, Scheiße. Ich hätte mir noch gar nichts gemerkt. Stopp. Oh Gott. Ich hab gar nichts gemerkt. Oh, egal wie weit, egal wie viel es steht, wir sind immer für dich da. Mannheim, hurra, hurra. Let's go! Also ich fand das nicht schlecht. Was für ein Anfang? Von Anfang war es nicht schlecht. Nimm dir die Fans doch gar nicht übel. Bist du dran, oder? Ich bin dran, nimm das. Komm, kannst mich ärgern. Das war aber ein schlechtes Ärgern für dir. Hör dich doch mal wieder auf. Ready? Ja. Der schaut doch schon. Go. Also. Oh, warte, das schert doch wieder ein. Hör auf. Hier, zack. Warte, ich muss den noch sauber machen. Mir doch mal sauber machen hier. Dass du es auch gescheit lesen kannst. Ja, hier. Warte mal, ja. Maske. Maske. Lass mich doch mal schauen. Holzer. Ja, was ist denn? Ich muss einfach nur schauen, dass du es auch richtig lesen kannst. Ich muss ja lesen, muss ja schon lesen können. Ja, stopp. Gut. So, viel Spaß. Das nervt unwesentlich. 83 Vereinsmitglieder gründeten am 19. Mai 1938 den Mannheimer Eis- und Sportclub. Boom. Das ist ja auch witzig. Also das ist ja auch so leicht. Jetzt kommt wieder wahrscheinlich irgendein Roman von Goethe oder so. So, geht's los oder was? Ja. Ach, das geht ja. Ich lasse das mal der Ruhe. Stopp. Oh, in Spiel 5 der Finalserie erzielt gegen ERC Red Bull München erzielte Verteidiger Thomas Larkin in der 73. Minute und 37 Sekunden das Championship-Winning-Goal für die Adler. Fast. Ja, Top-Verteidiger Thomas Larkin hattest du gesagt, aber dann kommt nach 73 Minuten und 37 Sekunden. Du hattest in der 73. Minute gesagt. Ärgerlich. Ja, das ist natürlich bitter. Ja, mei, so ist das, gell? Was haben wir da noch Schönes? Soll ich dir ein Lied spielen? Mach doch mal. Ist das an? Also von mir aus? Nein, warte, die Uhr stimmt nicht. So, go. Und? Schwer? Das ist gar nicht laut genug. Ein Pferd. Schaf. Oh. Was gibt's denn noch? Oh. Ist doch dein Lieblingslied, oder? Spielzeit. 15 Minuten, 13 Sekunden, Strafzeit gegen den ERC Red Bull München. Der Spieler mit der Nummer 12, Ben Smith, erhält 2 Minuten für Behinderung. Falsch! Wegen Behinderung. Ja! Das ist so bitter! Setz den mal auf. Ready? Ja. Dann wolltest du mich eigentlich verarschen, oder was? Kommt da Musik bei dem Ding, oder? Meine Fresse, das ist ja mit Absicht so. Ist ja wieder getürkt hier, sehe ich doch schon.
sehr lustig, ja. Das ist ein Starting Six. So spielt mein Sohn. Stopp. Oh mein Gott. Am 14. Oktober 2016 erzielte Christoph Ullmann das Game-Winning Goal gegen die Fishtowns aus Bremerhaven. Fishtown Penguins aus Bremerhaven und löste damit. Damit mit 151 Toren René Corbet als Rekordtorschütze der Adler ab. Ja, aber hast du andere Karten eigentlich? Möglicherweise. Weil wenn ich mir deine Sätze anschaue, dann meine. Ich muss ja mein ganzes Buch lesen. Auf die Plätze. Geht's, Dennis? Der kleine Dennis möchte bitte in Gang 8 abgeholt werden. Du lachst ja gar nicht. Hallo. Lach doch mal. Da haben wir noch hier. Was ist das eigentlich? Was war das? Jetzt hast du das ausgemacht, du Kerl. Im altehrwürdigen Eisstall am Friedrichspark, lange Zeit die Heimat des MACs und der Adler. Ja. Feierten die Mannschaften, ja, der und der MAC. Glorreiche 4 Meisterschaften 80, 97, 88, 98, 99, 2000. So, jetzt zählst du nochmal die Zahlen, die du gerade gesagt hast, und dann 80. Sagst du, wie viele das waren? 80? Ja. 97, 98, 99, 2001. 1, 2, 5, 3. Gesagt. Nee, du hast gesagt 4. Lass mal ausreden. 4 und dann nur eine. 4 plus 1. Ja. Gut. Super. And the winner is? 1-0. 1-0. Klassisches Bayern. Ja, das war wieder Bayern-Dusel. Hey. Wenn ich mir die Karten anschaue, da war wieder... Nicht der Herr Holzer unterwegs, sondern der Herr Holzer, glaube ich. Bisher. Gell? Okay. Ja, gut, ja. Würde ich sagen. Gratuliere. Danke. Oh Gott. Alles klar. Vielen Dank. Bitte. Gut. Wunderbar. Gut.